Hallo zusammen. Nachdem der letzte Test, wo ich gemacht habe, so gut angekommen ist, also der Tester, wo ich wissen wollte, welcher YouTuber mir am ähnlichsten ist und wo ja dann am Ende rausgekommen ist, dass sie Kelly Mrs. Vlog mir am ähnlichsten ist. Und jetzt, wo ich 71 Abonnenten habe und dafür nochmal danke an alle 71 Abonnenten, die mich abonniert haben. Und jetzt möchte ich doch mal wissen, weil ich 71 Abos habe, möchte ich jetzt doch heute mal wissen, ob ich ein YouTuber bin. Bist du ein YouTuber? Jetzt schauen wir doch einmal. Denn hier kann ich erfahren, ob ich ein richtiger YouTuber bin. Wie filmst du deine Videos? Frage 1. Wie filmst du deine Videos? Handy, Kamera, noch gar nicht. Also ich habe ja schon mal gesagt, ich filme meine Videos mit dem Handy. Weil die Kamera hier, die geht ja leider Gottes nicht. Die werde ich demnächst umtauschen. Frage 2. Benutzt du eine Beleuchtung? Wenn ja, welche? Nee. Nur so eine rumstehende Leselampe. Ja, mit einer großen Lampe. Plus Schirm. Nur so eine rumstehende Leselampe. Oder auch das Licht von hier oben. Machen wir weiter mit Frage Nummer 3. Lädst du regelmäßig Videos hoch? Habe noch nicht angefangen. Nee, nur wenn ich Bock hab. Ja, immer in bestimmten Abschnitten. Also regelmäßig, ja, ich versuche jeden Tag ein Video hoch zum Laden, wie ihr vielleicht schon bemerkt habt. Aber es geht halt nicht immer gleich nach jedem, gleich jeden Tag. Es kann auch mal 2-3 Tage dauern, bis ich ein neues Video hochbringe. Und wenn ich mal über 100 Abonnente habe, dann werde ich mir überlegen, ob ich vielleicht bloß noch samstags ein Video drehe. Aber noch ist es ja noch nicht so weit. Ich habe 71 Abonnente und momentan versuche ich jeden Tag oder jeden zweiten, dritten Tag ein Video hochzubringen, damit ihr, also meine 71 Abonnenten, auch was zu sehen bekommt. Ja, und die Frage Nummer 3, die lautet, lädst du regelmäßig Videos hoch? Habe noch nicht angefangen. Nee, nur wenn ich Bock habe. Oder ja, immer in bestimmten Abschnitten. Bei mir ist das so. Ja, immer in bestimmten Abschnitten. Frage Nummer 4. Hast du ein originelles Profilbild? Ja, selbst entworfen mit Apps. Hab noch keins. Naja, geht so. Also bei mir, naja, geht so. In dem Profilbild, das ich habe, da sieht man ja mich. Und den 3 Mädels, die meine Fanpage in Instagram erstellt haben, denen gefällt mein Profilbild. Also kommt ja gut an, denke ich mal. Naja, aber ich finde, naja, geht so. Frage Nummer 5. Hast du Vorbilder? Also Vorbilder, andere, ob ich andere YouTuber als Vorbilder habe. Yo, aber die sind selbst nicht so bekannt. Ich kenne kaum YouTuber. Ja, solche wie Dagi B, Appcrime, Tuttle. Das letzte stimmt. Also die Dagi B, das war eine der ersten, wo ich in YouTube kennengelernt habe. Ehrlich, ohne Scheiß. Wie ich das erste Mal YouTube kennengelernt habe, da habe ich auch die Dagi B kennengelernt. Also in YouTube, in die Videos. Also nicht jetzt real. Schön wär's. Bloß um eines würde ich die Dagi B bitten, wenn sie ihre Haare wieder blond macht. Weil das hat mir besser gefallen wie die grünen. Naja, egal, ist ihre Sache. Trotzdem, Dagi B, deine Videos sind super. Frage Nummer 6. Was für Videos würdest du gerne machen? Nur für Jungs, Mädchen speziell? Keine Ahnung, Videos, wofür alle was dabei ist.
solche Videos, die mache ich auch, also meine Videos, die sollen ja den Sinn haben, dass für alle was dabei ist. Dass für den, der wo es dreht, also für mich was dabei ist und für euch, die wo es anschauen. Weil ich stell mir das immer so vor, wenn jetzt ich vorm PC oder vor meinem Flachbildfernseher sitze, also vor dem Gerät hier, vor meinem Flachbildfernseher, da habe ich auch YouTube drinne. Also wenn ich da dran sitz und mich mit meinem Holzschädel da drinne sick, dann stell ich mir vor, ja, wenn das andere sehen, also wenn jetzt ihr das seht, ihr 71 Personen, wo mich abonniert habt, dann muss das ja gut rüberkommen und ich muss auf mein Geschwätz achten, auch, dass ich das Richtige sag und dass euch die Videos gefallen, natürlich. Also meine Videos, da soll für alle was dabei sein. Also Videos, wo für alle was dabei ist. Frage 7. Hast du gute Möglichkeiten, deine Videos zu bearbeiten? Nee, sowas brauche ich nicht. Ja, ich habe mir sehr gute Apps runtergeladen. Ich benutze ganz einfache Apps. Movie Maker. Nee, sowas brauche ich nicht. Also, nee, sowas brauche ich nicht. Das ist zwar übertrieben, weil ich habe sowas nicht, sowas wie Movie Maker. Aber mit dem Handy könnte ich schneiden, aber ich glaube, da muss man sogar gar nichts rumschneiden an meine Videos. Frage Nummer 8. Macht es dir mehr Spaß, die Videos zu bearbeiten oder zu drehen? Beides gehört dazu und macht Spaß. Naja, kommt drauf an, was für Videos. Beides nicht wirklich. Naja. Also das Drehen macht mir Spaß. Also wenn ihr ein Schneidegerät hättet, dann die sagen, beides, das gehört dazu und macht Spaß. Nummer 9. Was sind deine Ziele? Viele Abos und Likes, mal schauen, was sich ergibt, bekannt und beliebt werden. Also, viele Abos und Likes, ja, wäre natürlich auch schön, aber dann, wenn ich sagen würde, ja, viele Abos und Likes, dann heißt es wieder, ich bin Abo-geil. Und Abo-geil, das möchte ja nicht bezeichnet werden. Ich habe mir von Anfang an, seit ich den Kanal eröffnet habe, vorgenommen, mal schauen, was sich ergibt. Vielleicht werde ich ja bekannt und beliebt und krieg viele Abos und Likes. Und darum habe ich mir geschworen, das mittlere mal schauen, was sich so ergibt. Nun zur 10. und letzten Frage und als letztes, wie fandest du den Test? Hilfreich, voll cool, weiß noch nicht, kommt aufs Ergebnis an. Voll cool. Naja. Also jetzt haben wir alle 10 Fragen durch, jetzt schauen wir uns noch die Auswertung an. Tada, tada, tada. Bist du ein YouTuber? Die Auswertung. Zu 60% bin ich ein super YouTuber. Aus dir kann echt was werden. Du hast gute Voraussetzungen, dazu ein bekannter und beliebter YouTuber zu werden. Viel Spaß dabei. Dieses Profil hatten 68% der 32.040 Quiz-Teilnehmer. Ja, also das hätte ich wirklich nicht gedacht, dass ich das Zeug dazu habe, aber anscheinend komme ich wirklich so gut an, dass das vielleicht doch hinhaut mit meinem Traum, aber trotzdem, ich habe mir, wie gesagt, von Anfang an vorgenommen, ich schau mal, was sich so ergibt. Jetzt können die das, den Test nur teilen. Facebook und Twitter. Nee, teilen tun wir es nicht. So, das war jetzt jedenfalls das Quiz. Und wir haben herausgefunden, ich bin ein super YouTuber. Ja, und wenn euch der Test gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da, damit ich weiß, dass ich irgendwann nochmal einen Test machen kann.
Und auch so, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und ihr könnt mir per Facebook, Twitter und Instagram folgen. Und sogar in meiner Fanseite in Twitter, in meiner Fanseite in Instagram könnt ihr vorbeischauen. Und ihr könnt mich wie immer abonnieren und den ein oder anderen Kommentar da lassen. Und wegen dem Frage- und Antworten-Video, wo ich letztens gemacht habe, ich wurde heute Morgen gefragt, ob ich noch ein drittes Frage- und Antworten-Video mache, und da habe ich gesagt, ja, sobald genügend Kommentare sobald genügend Fragen vorhanden sind. Und ja, wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt sie mir auch in die Kommentare und ich werde sie mir wieder auf einen weißen Zettel aufschreiben. Und vielleicht kommt es sogar dazu, dass ich noch ein drittes Frage- und Antworten-Video machen kann. Wie es mich eine Abonnentin gefragt hat. Ja, und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen restlichen Dienstagabend. Und morgen haben wir schon wieder Mittwoch und dann nur noch zweimal aufstehen. Und dann ist wieder Wochenende. Habe die Ehre. Wir sehen uns.